So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, hier mit unserer, ja wir können es eigentlich schon fast Season 2 nennen, denn wir haben einen neuen Patch installiert und zwar Minecraft 1.3.1, wer hätte es erraten, ja und gut, für die neue Version sind natürlich noch nicht alle Mods, die wir in den letzten Folgen hatten, wieder raus. Ich habe einmal hier das Ganze durchgegangen, also zum Beispiel die Minimap, wie ihr sehen könnt, ist wieder geupdatet. Das Texturen-Package ist schon soweit. Ich habe auch das Gefühl, dass hier das Birkenholz ein bisschen weniger orange aussieht. Kann aber auch Einbildung sein. Und ansonsten habe ich eben Inventory Tweaks, ist auch wieder geupdatet. Und was eben noch jetzt fehlt, sind einmal Optifine, Mudmoss, der Better Enchanting Mod, also Mudmoss ist dieses Audio-Pack, und eben auch der Timber-Mod. Ist ja nicht weiter schlimm, so können wir schon mal weitermachen. Und ansonsten haben wir eine weitere Neuerung, die ich ja sehr amüsant finde. Und zwar habe ich einen neuen Skin. Und nicht wie gewöhnlich einen 64x32 Pixel-Skin, sondern, tadam, einen Full-HD-Skin. Ob Full-HD, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einen HD-Skin, den ich sehr geil finde. Das ist halt unser alter Steve hier. Alles locker flockig, sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Soweit finde ich eine super Sache. Also ich finde, ich muss hier auch nicht unbedingt einen Skin nehmen, der möglichst genauso aussieht wie ich. Aber das hier trifft es eigentlich auch schon gar nicht schlecht. Und ja gut, so viel dazu. Also den neuen Skin haben wir jetzt auch mit drin. Hier nochmal in der kleinen Ansicht. Dafür habe ich auch mal direkt die Rüstung abgelegt. Den legen wir jetzt aber auch mal wieder an. Und ja, ich habe für diesmal eigentlich gar keine feste Planung. Hier und da sind natürlich wieder Vorschläge gekommen. Hier für die Sitzecke mit Bücherregal, die Küche mit was nicht allem, da oben das Schlafzimmer etc. Dass es hier nicht weiter wechselt, wurde vermutet, dass es hier einfach nur zu dunkel sei. Keine Ahnung, ob dem so ist. Wir machen einfach mal so, dann wird es auf jeden Fall hell genug sein. Aber ich habe wirklich das Gefühl, als sähe das Birkenholz ein bisschen anders aus. Mag auch Einbildung sein. Oh, ich sehe aber auch die Connected Textstöße. Die sind jetzt nicht mehr drin, das wollten die Leute ja auch mal sehen. Beziehungsweise hier bei... Moment, hier bei Glas schon, aber da bei Glasscheiben nicht mehr, oder wie ist das? Mag jetzt natürlich alles daran liegen, dass es aktuell über den MC-Patcher läuft, statt über Optifine. Finde ich, geht aber sogar auch. Also sieht jetzt nicht unerwartet schlimm aus oder sowas. Bei der Geschichte da vorne wollten wir eh mal gucken, ob wir das hier nicht noch überdachen oder so. Ach, da werden sich schon überall Möglichkeiten finden. Ansonsten super zufrieden mit 1.3.1, kann nicht meckern. Bisher keine Bugs oder Lags oder sonst was gehabt. Hier und da kommt jetzt wohl mal dieser typische Chunk-Fehler, dass man dann so in die Welt reingucken kann, aber selbst das stört mich eigentlich nicht wirklich. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich schon gesagt hatte oder jetzt zum ersten Mal sage, aber ich kann und will hier jetzt auch nicht alle Änderungen irgendwie aufzählen. Für uns haben sich im Grunde genommen nicht viele Sachen wirklich doll geändert. Was ansteht, ist zum Beispiel eine andere Form der Getreidefarm hier mal auszuprobieren. Denn man kann jetzt auch eine bauen, die stackable ist, also die man quasi übereinander baut. Jede Schicht 3 Etagen hoch, da habe ich mir schon so ein bisschen was selber zusammengebaut. Hier und da auch ein bisschen helfen lassen, weil es nicht auf Anhieb alles so geklappt hat. Die wollen wir auf jeden Fall mal ausprobieren, allerdings auch erst, sobald wir noch mehr Redstone haben. Für mehr Redstone wiederum müssen wir natürlich erst, wie ihr schon wisst, in einen Dungeon wieder. Und für einen Dungeon, ja, könnten wir eigentlich jetzt anfangen, aber ich wollte gerade hier einmal noch ein paar Wünschen nachkommen. Und zwar zum einen haben wir keine Zäune mehr. Keine Zäune mehr? Ja, den einen da, aber naja, gut. Ach genau, hier, das war auch noch eine so eine Sache. Also den Kessel erstmal rüber auf die andere Seite, damit man das einen nach rechts setzen kann und den Crafting Table hier auf die Ecke. Finde ich ist auch keine schlechte Idee, denn dann komme ich da noch eine Ecke besser dran, ohne dass wirklich irgendwas sich geändert hat. Ist eigentlich ganz gut soweit. Müssen wir gleich nur wieder Wasser reintun, damit unser Waschbecken auch schön aussieht. Und dann passt das. So. Gut, da kommen wir schon mal eine Ecke besser dran. Das ist gut. Okay, so. Ja, ich wollte aus Zäunen gerade Zäune bauen. Ja, das ergibt Sinn. Machen wir mal noch ein paar mehr Zäune, denn es wurde auch drum gebeten, dass man vielleicht für unseren kleinen Hundi, der da draußen einsam rumlungert, sowas wie einen Eingang bauen könnte. Hier so eine kleine Hundehütte. Jetzt weiß ich nicht, wie das genau aussieht mit Monstern und so. Man muss natürlich ein bisschen gucken, wenn wir das jetzt hier so umsetzen. Ich mach das mal gerade. Dann muss er natürlich irgendwie... Naja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Erstmal muss hier auch irgendwie ein Zauntor dann rein, merke ich gerade. Oder ist das schon eins? Ah, hier haben wir ja sogar eins. Hoppala. Mit der Truhe ist gerade ein bisschen blöd. Einmal gucken. Gut, das ist jetzt da. Ich könnte jetzt vorzugsweise erstmal hier in der Mitte durchkommen lassen. Das wäre ja vielleicht ein Anfang. Könnte man es auf Dauer ja noch schön und ordentlich machen. Sobald da eh die Kisten weg sind, die Öfen weg sind und was nicht alles.
Irgendwann wollte ich da ja sowieso nochmal eine Großrenovierung vornehmen. Schauen wir einfach mal. So, also zack, zack, zack. Dann das da raus. Und darunter kommt dann ein neuer Birken, ein neuer Birkenholzbrett, Alter. So, und jetzt kann unser Hundi im Grunde genommen aufstehen. Na, haben wir jetzt doch die ersten Bugs. Warum kann ich den... Ups, hoppala. Ah, jetzt kann ich den nicht aufstehen lassen. Ja, okay, das scheint irgendwie... Nee, ging noch mit Rechtsklick, ne? Ja. Na komm schon. Oder läuft er jetzt erst mit, wenn ich weggehe, oder? Nee, gut, damit scheinen wir auch den ersten Bug schon gefunden zu haben. Mag auch sein, dass ich gerade schon wieder in irgendeiner Form zu blöd bin, keine Ahnung. Aber irgendwie kriege ich es gerade nicht hin. Ist ja auch egal, an sich hat er jetzt seinen Weg da und wenn wir drinnen im Haus am Arbeiten sind oder so, kann man dann ja immer gerade mitnehmen. Ich mache jetzt diese Zäune hier einmal noch einen zweiten hoch, damit uns da nicht irgendwelche Viecher reinspringen und den mal eben töten. Das wäre auch so mit angebracht. Sieht jetzt schon ein bisschen hässlich aus, muss ich hier ehrlich gesagt zugeben. Wollen mal schauen, wie wir das auf Dauer regeln. Aber für den Anfang ist das schon okay. Unseren vollen Wassereimer, den wir hier haben, können wir auch direkt nehmen für den Kessel. Und wie wir das hier mit der Lava machen, muss ich auch mal gucken. Es wurde ja auch gefragt, ob man nicht Lava in den Kessel tun kann, aber das geht nicht. Also das hier wieder zurück. Da fehlt jetzt ein so ein Birken... Ach nee, das ist ja der Durchgang. Ja, jetzt könnte man da natürlich auch irgendwie eine Falltür vormachen oder so, aber dann weiß ich nicht, ob der da noch drüber laufen kann. Ja gut, das hat jetzt relativ wenig gebraucht, aber sieht trotzdem besser aus, finde ich. Dann hat er da zumindest innen drin ein bisschen überdacht, auch wenn das überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber gut, so. Einmal wieder weg. Den ganzen Müll oben wieder rein. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, also in Dungeon zu gehen, steht auf jeden Fall an. Aber ob ich jetzt nicht vielleicht doch erst so ein paar Vorzüge von 1.3.1 mal auskoste, ob wir nicht vielleicht mal versuchen sollten, erstmal hier eine ordentliche Zuckerrohrfarm zu bauen. Nein, das meinte ich nicht, sondern vielleicht mal in ein ferneres Terrain, um zum Beispiel auch mal in der Wüste so einen Tempel zu sehen, so eine Ruine und sowas. Alles gute Möglichkeiten. Nee, das lasse ich noch ein bisschen wachsen. Gut, ja, ich würde sagen, dann werden wir wohl oder übel dennoch einfach die Expedition einleiten. Denn, was brauche ich denn dafür alles? So ein paar Spitzhacken wären nicht schlecht. Bogen mit Pfeil ist gut. Axt brauche ich nicht. Fackel da irgendwo hin. Schippe, Schwert, das ist alles gut. Vielleicht noch ein, zwei Spitzhacken. Ja, gut. Ich könnte natürlich jetzt auch die erste Hacke hier schon verzaubern. Die Sache ist nur die, dass wir natürlich im Moment den Better Enchanting Mod nicht drauf haben, weil dafür der Patch noch nicht raus ist. Das machen wir also lieber ein andermal. Dann, na, muss ich mir erst dran gewöhnen, dass der Crafting Table jetzt hier steht. Machen wir noch eine Hacke und sind damit eigentlich sogar halbwegs gut vorbereitet. Die Eisenrüstung hält noch soweit, Schwerter, Bogen, alles soweit in Ordnung. Ja, im Grunde können wir mit dem Stichwort dann auch losgehen. Wie war das jetzt hier? Hatten wir hier jetzt alles nicht? Ich hatte hier und da, glaube ich, noch was übersehen. Ne? Und ich, ach genau, hier war das auch noch so ein bisschen blöd mit den ganzen Scheiben und so. Da kam leider keine Rückmeldung von demjenigen, der sich das mal so gewünscht hatte. Man könnte natürlich auch wirklich einfach das hier freilassen, dass man hier total ungeschützt das Ganze laufen lässt. Aber ich glaube, da bevorzuge ich es dann doch eher, das hier wieder hinzumachen, auch wenn man dann... Wobei, es ist schon geil, wenn man hier noch weiter runter gucken kann. Sieht halt so ein bisschen instabiler aus. Ja, die Zäune da drunter, naja gut. Man muss vielleicht auch so machen, dass man hier nicht auf die Erde guckt. Das sähe auch nochmal besser aus. Da vorne die Cobblestones noch weg, ist klar. Aber dann finde ich, ist es eigentlich schon ganz in Ordnung. Auch mit der Lava da, hier und da eine Fackel. Ist auch nicht schlecht. Einmal gucken, waren hier jetzt noch irgendwo Erze auf dieser Seite zum Beispiel? Also hier sehe ich schon mal keine. Da unten ein bisschen Kohle. Aber meinetwegen können wir ein bisschen Kohle auch sitzen lassen, weil es schöner aussieht oder so. Bin mir aber trotzdem relativ unsicher, ob wir hier schon fertig waren. Oh, da unten läuft schon ein Creeper rum. Jetzt haben wir natürlich weder Holz noch Erde mit. Das geht natürlich gar nicht. Hier und da will man ja durchaus schon hin und wieder mal was freimachen oder zumachen oder so. Deshalb werden wir... Also hier brauche ich irgendwie auch noch eine bessere Idee. Das geht auf Dauer auch nicht so. Also hier und da noch eine Fackel hin. Vorgeschlagen wurde zwar auch, dass man das ja nicht vielleicht unbedingt alles ausfackeln muss, sondern lieber zulässt, damit das mehr so nach Höhle aussieht. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht unbedingt so der Fan von. Das wollte ich jetzt mitnehmen. Ein paar Bretter. Nehmen wir mal Birke, die kriegt man schöner wieder abgebaut. Und ein bisschen Erde auch.
zack, einfach so. Da habe ich es eigentlich lieber, wenn man sogar echt relativ viel davon sehen kann. Man weiß ja eh, dass es sowieso da ausgehöhlt ist. Man weiß ja, dass es da nichts mehr zu finden gibt. Von daher finde ich, ist da jetzt auch nicht unbedingt der Reiz so groß, das Ganze dunkel zu lassen. Wenn die Höhle jetzt unerforscht wäre und da man jedes Mal irgendwas anderes erblicken würde in der Ferne, wäre das, glaube ich, deutlich interessanter als so, wo man im Grunde schon weiß, was hier einen erwartet. So, die ganze Erde reißt hier einmal raus, dass die einem nicht so in den Blick fällt. Da muss ich gucken, wenn ich gleich nach da weggehe, kann ich das dann noch mit rausnehmen. Den Pflasterstein sieht man, glaube ich, gar nicht unbedingt. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Bloß nicht das unter mir abbauen. So, okay, die Leiter kann wahrscheinlich sogar lassen. Die dürfte man, kann sogar bleiben. die dürfte man da auch nicht unbedingt sehen. Wo sind die Fackeln? Und warum bin ich gerade fast runtergesprungen? Also, irgendwie ist heute, glaube ich, nicht so mein Expeditionstag. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Okay. Wie geil, ey. Also, wer es nicht gesehen hat, sofort zum Augenarzt. Ihr regt euch ja sonst immer drüber auf, dass ich das so spät... lol. Okay. Ihr regt euch ja sonst immer drüber auf, dass ich das alles so spät mitkriege. Boah, das ist ja... In einer so einer kleinen Ecke. Ja, auch erstmal so ein Creeper. Was? Übrigens, ich spiele jetzt auch über Boxen und nicht mehr über Kopfhörer. Wollte ich mal testweise so probieren. Da ist man nämlich dann noch so ein bisschen freier bei der Aufnahme. Das ist ganz schön eigentlich. Sofern das nicht... Oh mein Gott, 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 oh, 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 oh. Den, da ist noch Eisen. Sofern das nicht irgendwie das Spielen selbst beeinflusst, finde ich das eigentlich ganz gut. Problem, in Anführungsstrichen, ist natürlich so ein bisschen, dass ich alles nur sehr leise höre. Wie zum Beispiel dieses Zombie, was weiß ich, ja. Kann das sein, dass es die ganze Zeit das gleiche Lied ist? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich werde dann einmal gerade irgendwie musiktechnisch was anderes reinhauen, sobald ich hier oben irgendwo relativ sicher stehe. Ja, scheint soweit ganz gut zu sein. Moment, ich kümmere mich einmal gerade drum. Dauert nicht lange, geht ja schnell hier. Muss man einmal gerade gucken, wo haben wir es, wo haben wir es? Nein, da haben wir es nicht. Oh, jetzt muss ich alles minimieren. Ich hoffe, die Aufnahme macht das überhaupt mit. Wo haben wir es? Da, Zelda-Themes und dann hatten wir uns gerade das Skill-Training angehört. Wo ist es denn? Ach, Hidden-Skill-Training war das und dann sind wir jetzt bei Hidden Village und machen von da an jetzt mal weiter. Hier, Wiedergabe. Ach so, ah, der steht ja auch auf Wiederholung. Aber, naja, war sowieso irgendwie nur das eine Lied in der Playlist, von daher. Gut, so, dann hab ich ein bisschen gefailt bei der Playlist. Da vorne das Eisen, darüber ist noch Kohle. Hier an der Decke sehe ich sonst nichts. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir hier nachher dann die ganze Geschichte wieder wegreißen. Mit der Erde. Ich gucke mal, ob man das hier nicht vielleicht sogar lassen kann. Wenn hier und da so ein Erdblock in der Luft ist, ist das ja eigentlich auch nicht schlimm. Ich mache da auch mal eine Fackel hin. Aber da scheint nichts zu sein. Da ist auch nichts. So, eigentlich bräuchte ich echt mal einen Zweitbildschirm, um so auch lesen zu können. Was ich, wenn man jetzt wirklich Livestreams und so macht, um nebenbei was lesen zu können. Oder jetzt zum Beispiel eben gerade, um mich um die Playlist zu kümmern oder sowas. Dafür wäre das echt schon nicht schlecht. Och nein, jetzt regnet es auch noch hier im Real Life. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf. Ich habe das Fenster nämlich aufgelassen. Alles so ein bisschen ungeplant und unstrukturiert heute, weil ich hier einfach... ja, neuen Content quasi brauche für 1.3. Die anderen Folgen sind ja soweit durch. Dabdadam. Hatte ja nur 2 im Voraus aufgenommen. Hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen sollen. Da ja nach wie vor für 1.3 nicht alle Patches soweit raus sind. Also die ganzen Mod-Updates sozusagen. Ja, jetzt haben wir das im Grunde fertig. Ich glaube, ich werde mal versuchen, das einfach so zu lassen. Und zu gucken, ob wir uns damit zufrieden geben können. Wenn ihr jetzt sagt, nein, das geht so gar nicht, Herr lieber Dost, da muss unbedingt hier... Oh, lol. Immer kurz vorm Abgrund, ey. Da muss unbedingt hier die ganze Fackelgeschichte muss da unbedingt raus oder so. Dann würde ich das zwar auch machen, aber im Grunde genommen würde ich es wohl erstmal gerne so lassen.
Hier mit dem Boden würde ich sagen, machen wir einfach Glasblöcke rein oder so. Müssen dann mal schauen. Achso, das hier sind sogar auch Glasblöcke. Ja, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Dann ist das ja easy going. Hier, der da kann noch raus. Zack. Da passt es eigentlich schon so. Ja, hier, der da kann vielleicht... Ach nee, muss eigentlich auch nicht. Dahinter sitzt ja auch der Cobblestone. Nee, okay, das passt schon so. Gut, ja. Dann haben wir damit den Teil aber auch endgültig soweit fertig. Jetzt bin ich mir unsicher, wie das bei dem anderen aussah. Ja, okay. Das beantwortet meine Frage.